Der Journalist und FDP-Politiker Tobias Huch fordert die massenhafte Sperrung von Kanälen, die seiner Ansicht nach Fake News verbreiten. Tobias Huch reagierte vor kurzem auf ein Video des Kanals Topf voll Gold, der ja eine bestimmte Klasse von Kanälen wie folgt charakterisiert. Danach haben mir viele von euch geschrieben, dass ihr noch viele andere solcher Kanäle kennt. Ja. Es scheint, als würde die gewaltige Flut aus Angst, Wut und Falschinformationen immer größer. Und es scheint, die verdienen sich alle dumm und dämlich. Als hätte YouTube nicht allzu viel dagegen. Und jetzt schauen wir uns diesen Screenshot einmal genauer an. Hier sieht man Kanäle wie Alexander Raue, Dominik Kettner oder Chrissy Rieger. Alle diese Kanäle haben eine Sache gemeinsam. Sie betreiben Regierungskritik in einer ziemlich polemischen, boulevardesken Art und Weise. Und ein Teil dieser Kanäle, wohlgemerkt nicht alle, spricht sich in diesen Videos dann für die Wahl der AfD aus. Und jetzt schauen wir uns mal an, was Tobias Huch in seinem Stream zu diesen Kanälen sagt, nachdem ein Ausschnitt von Stay eingeblendet wird, wo Stay diese Kanäle auch schon ziemlich plump beleidigt. Und jetzt müssen wir Folgendes sagen. Der Einzige, der solche Hurensöhne stoppen kann, der solche Faschisten und Opportunisten den Riegel vorschieben kann, ist YouTube. Das muss YouTube halt machen. YouTube muss da sagen, Fake News zu. Das stimmt übrigens nicht. Es gibt eine einfache Möglichkeit, diese Kanäle dicht zu machen. Die werde ich jetzt nicht erklären im Stream, weil ich sonst warne. Dafür müsste sich mal Topf voll Gold mal bei mir melden. Und ich würde sagen, dass ich 80% dieser Kanäle mit einer gebündelten Aktion offline nehmen kann. Das muss aber richtig koordiniert sein in einem Schlag. Dann funktioniert's. Dann sind diese Kanäle alle weg. Das ist doch eine sehr krasse Aussage. Topf voll Gold sammelt hier ganz viele Kanäle, die seiner Ansicht nach Verschwörungsmythen und Fake News verbreiten. Und Tobias Huch sagt nun, dass man alle diese Kanäle wegbekommen könne, beziehungsweise, dass sich Topf voll Gold bei ihm melden solle und er dann alle diese Kanäle wegbekommen könne. Wir sollten hierbei bedenken, dass Tobias Huch als Politiker bei der FDP aktiv war. Hier fordert meiner Ansicht nach der Politiker einer Regierungspartei die Sperrung oppositioneller Kanäle. Ich finde, dass dies einen Frontalangriff auf Artikel 5 Absatz 1 unseres Grundgesetzes darstellt. Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. Ich wiederhole nochmal. Eine Zensur findet nicht statt. Gesetze gegen Fake News und Desinformation haben in einer liberalen Demokratie absolut nichts verloren. Sie sind ein Mittel autoritärer Staaten, um unter diesem Vorwand eben Fake News zu bekämpfen oder Desinformation oder Verschwörungsmythen oder wie man es dann auch immer framed, unter diesem Deckmantel soll Regierungskritik bekämpft werden. Das ist, wie gesagt, ein Mittel autoritärer Staaten. Und wir sollten sehr, sehr vorsichtig sein, so etwas in unserer Demokratie hier zu fordern. Doch es wird noch krasser. Tobias Huch nennt sogar einen Preis, den diese eventuellen Kanalsperrungen, die er ja vorhin beschrieben hat, haben würden. Wir werden da nicht uns groß in Kosten stürzen. Weiß ich nicht. Um alle wegzubekommen, Pi mal Daumen vielleicht. 10.000 oder so. Mal schauen, vielleicht auch ein bisschen mehr, aber es würde sich lohnen. Und da braucht man dann auch YouTube nicht, sondern man nutzt gewisse YouTube-Richtlinien. Ihr habt richtig gehört. 10.000 Euro für die Sperrung zahlreicher großer YouTube-Kanäle durch Ausnutzung eines Tricks in den YouTube-Richtlinien. Nur stehen diese YouTube-Richtlinien eben nicht über dem Grundgesetz. Und eine Zensur, ihr habt es gerade gehört, findet nicht statt. Man kann nur hoffen, dass Tobias Huch hier ja den Mund zu voll genommen hat. Aber wir dürfen gespannt sein. Tobias Huch nennt nämlich auch einen Monat, in dem diese Kanäle weg sein könnten, sollte sich Topf voll Gold bei ihm melden und sollten sie dann diesen Trick ausnutzen, den er gerade beschrieben hat. Also wenn er sich meldet, kommt er mit rein in das Vernichtungsteam dieser Kanäle.
Das braucht ein bisschen Recherche. Ich würde sagen, einen Monat. Vorbereitung einen Monat. Und im November gehen die Kanäle dann offline. Das ist ein vernünftiger Zeitrahmen. Und im November gehen die Kanäle dann offline. Na, das ist doch dann meiner Ansicht nach eine sehr konkrete Drohung. Und um nochmal zu verdeutlichen, was hier gerade krasses passiert ist. Hier fordert ein Politiker einer Regierungspartei, nämlich der FDP, dass Kanäle, deren Gemeinsamkeit meiner Ansicht nach ist, dass sie Regierungskritik betreiben, dass diese Kanäle gesperrt werden sollen, beziehungsweise er nennt sogar ganz konkret einen ganz konkreten Zeitraum, in dem die Sperrung dieser Kanäle möglich sein soll. Ich bin der Meinung, dass wir es hier wirklich mit einem Angriff auf die Meinungsfreiheit zu tun hätten, sollte Tobias Hoch entsprechend handeln. Also deswegen zum Schluss nochmal mein Appell, bitte teilt dieses Video, bitte macht mehr Menschen darauf aufmerksam, was Tobias Huch hier gesagt hat. Das geht wirklich gar nicht. So etwas sollte man in einer liberalen, freiheitlichen Demokratie nicht versuchen. Man sollte andere Meinungen akzeptieren und nicht versuchen, sie mundtot zu machen, was Tobias Huch hier meiner Analyse nach angekündigt hat.